Wir haben behauptet in der Szene, Holocaust hat es nie gegeben, das ist eine teuflisch gemeine Erfindung. Das erfinden die Juden, um Deutschland niederzumachen und unseren armen Führer mit Schmutz zu bewerfen. Also das große Vorbild war natürlich immer Hitler. Nicht aber Deutschland, nicht das ganze Volk, wir sind das Volk! Ein Rechtsextremer hat an dem Tag versucht, um 12 Uhr alle in der Gemeinde betenden Menschen, mich inklusive, zu töten. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff 2 Menschen erschossen worden. Halle am Mittag am Rande der Innenstadt. Auf offener Straße steigt ein Mann aus dem Auto und fängt an zu schießen. Ich wäre eine der Ersten, auf die er geschossen hätte, weil ich direkt an der Tür stand. Wie hättest du, Axel, früher auf Anastasia reagiert? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und mit meinen heutigen Gästen spreche ich über Hass und Gewalt gegenüber Juden. Zum einen werde ich heute auf Axel treffen. Axel hatte schon mit 13 Jahren seine ersten Kontakte in die rechtsextreme Szene und wurde kurze Zeit später zum radikalen Nazi. Er war so tief in der rechten Szene drin, dass er Hitler von Köln genannt wurde und mehrere Jahre ins Gefängnis gegangen ist. Und ich treffe auf Anastasia. Sie ist Jüdin und überlebte mit viel Glück den Terroranschlag von Halle, wo ein Rechtsextremer schwer bewaffnet versucht hat, in eine Synagoge einzudringen und ein Massaker anzurichten. Ich bin schon total gespannt auf das heutige Gespräch. Wenn ihr selber mal hier an diesem Ort mit dabei sein wollt, dann schreibt mir sehr gerne eure Geschichte. Und wenn ihr einfach nur Zuschauer seid, dann dürft ihr diesen Kanal natürlich aktivieren und die Glocke abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und mich und mein Team zu unterstützen. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hallo Leroy. Hallo. Ich grüße euch. Ja, alles klar soweit? Ja. Sehr schön, bei dir auch? Schön, hier zu sein, ja. Cool. Axel, magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, mein Name ist Axel Reitz. Ich bin bekannt geworden als der Hitler von Köln, weil ich 15 Jahre lang in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen bin. Bin vor 11 Jahren ausgestiegen und seitdem in der Extremismusprävention tätig. Okay, und wer bist du? Ich bin Anastasia Pletuchina. Ich bin in den 90ern nach Deutschland aus Russland gekommen. Ich bin Jüdin und habe leider sehr viel mit antisemitischen Erfahrungen zu tun. Okay, ich bin super froh, dass ihr heute hier seid. Ich habe natürlich einige Fragen und ihr dürft einander gerne heute auch Fragen stellen, denn ich glaube, das ist ein Thema, was wieder gerade in den letzten Monaten an sehr viel Relevanz gewonnen hat. Und für mich wäre als allererstes mal wichtig zu erfahren, was überhaupt Antisemitismus ist. Also dieses Wort klingt ja erstmal wie so ein Fremdbegriff. Vielleicht kannst du das kurz erklären. Ganz runtergebrochen, Antisemitismus ist die Feindlichkeit, die den Juden und Jüdinnen entgegengebracht wird. Es beginnt schon mit irgendwelchen Witzen, wenn das Wort Jude als Schimpfwort benutzt wird, aber es kann auch eskalieren und zu körperlichen Übergriffen kommen und dann aber auch in etwas Größeres ausarten, zum Beispiel einen Anschlag. Okay. Auf eine jüdische Einrichtung oder auf jüdische Menschen. Ich würde da noch ergänzen, das sind ja drastische Formen mit Anschlägen und Beleidigungen. Es gibt auch einen, sage ich mal, sanften Antisemitismus. Ja, das haben wir gerade erlebt jetzt auch bei den Demonstrationen der Querdenker, dass da immer wieder dann mit Codes gearbeitet wird. Die Finanzeliten, ja, Soros, Rothschild, da wird dann immer so getan, als wenn das eine jüdische Verschwörung wäre. Und da muss es nicht ausarten, dass direkt die Forderung kommt, Juden raus oder Juden ins KZ. Es reicht schon, dass da tatsächlich dann eine vermeintliche Verschwörung von Menschen jüdischen Glaubens dann eben angenommen wird. Welche Berührungspunkte hattest du selber mit Verschwörungstheorien oder hast du noch Beispiele im Kopf, woran du selber geglaubt hast? Also für mich war der Jude das Feindbild und alle anderen kleineren Feindbilder, sage ich jetzt mal, die ich als Nazi abgelehnt habe, Demokratie, Kommunismus, Psychoanalyse, Liberalismus, da war alles der Jude dahinter. Wie war es mit dem Holocaust? Hast du daran geglaubt oder den geleugnet? Das war das besonders Perverse. Wir haben die Opfer zu Tätern gemacht. Also wir haben behauptet in der Szene, Holocaust hat es nie gegeben. Das ist eine teuflisch gemeine Erfindung. Das erfinden die Juden, um Deutschland niederzumachen und unseren armen Führer mit Schmutz zu bewerfen. Das waren so die kruden, kranken Ideen, die ich da damals im Kopf hatte und die in der Szene allgegenwärtig sind, leider. Und wie bist du darauf gekommen, so zu denken? Das kam langsam. Also ich bin mit 13 Jahren in die rechtsextreme Szene reingerutscht und mit 13
Da meint man mal, alles zu wissen und denkt, man kann alles und hat voll den Plan und ist besser als alle anderen. Weiß aber einen Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich bin mit 13 halt in die Szene reingekommen und habe das dann einfach aufgesogen. Das gehörte dazu. Und dass das wirklich Kranke dabei ist, ja. Ich selber habe nie irgendwie jüdische Menschen kennengelernt oder hatte negative Erfahrungen mit denen. Das ist schon krank. Und ich kann es heute auch gar nicht erklären, woher es kam. Aber es gehörte einfach dazu. Was macht es mit dir, wenn du sowas hörst? Also, dass es plötzlich eine Täter-Opfer-Umkehr gibt und Axel selber sagt, ja, okay, für mich war das klar, dass die Juden am Ende selber da schuld dran waren und die eigentlichen Bösen? Das macht mir schon etwas Angst, weil ich dann denke, was fehlt überhaupt den Jugendlichen was motiviert die Jugendlichen, solche Gruppen aufzusuchen? Wie führt es dazu, dass sie so richtig zu harten Nazis werden? Mich würde auch interessieren, welche Rolle du selber in dieser rechten Szene dann eingenommen hast. Also ich war klassischer Neonazi. Die rechte und rechtsextreme Szene ist ja sehr vielfältig, aber ich war ein klassischer Hitler von Köln, kannst du dir vorstellen. Der Name kam ja nicht von irgendwoher. Also ich war jemand, der vom Aussehen her, von der Rhetorik und von der Propaganda, die ich verbreitet habe, ganz klar gesagt habe, wir stehen in der Tradition Adolf Hitlers, wir wollen eine neue NSDAP. Das war schon nicht zu leugnen. Das war ganz klar auch das, was ich wollte und was wir wollten in dieser Szene. Dahin gekommen bin ich tatsächlich auch erstmal. Mit 13, ich bin ein sehr guter Schüler gewesen in Fächern wie Politik, Sozialwissenschaften, Religion, also überall, wo man quatschen konnte, da war ich ganz weit vorne. Und im Sozialwissenschaftsunterricht haben wir dann ein Jugendparlament gegründet. Das war so Learning by Doing, wie funktioniert Demokratie. Und mir fiel die Aufgabe zu, damals sämtliche nicht im Bundestag vertretenen kleinen Parteien anzuschreiben und deren Wahlprogramme zu besorgen. Die habe ich dann ausgestellt auf so einer großen Collage, habe auch ein 1 mit Sternchen von Lehrern bekommen. Bevor es aber meinen Schülern gezeigt werden sollte, ging sie hin und nahm die Wahlprogramme der rechten Parteien ab und sagte, denen geben wir hier keine Plattform. Und das habe ich erstmal nicht verstanden, weil ich dachte, ja, die stehen doch zur Wahl und da steht jetzt drauf, Sicherheit durch Rechte und Ordnung, was soll das jetzt? Hat mir jetzt die Mühe gemacht, den Kram jetzt zu besorgen, warum nimmst du jetzt die Programme runter? Und da fuhr sie mir den Mund. Das war dann so, ja, da diskutiere ich jetzt nicht mehr drüber, das machen wir jetzt so und schmiss die weg. Mhm. Und da war ich erstmal völlig, mit Politik gar nichts zu tun gehabt, da war ich erstmal angepisst. Und ich war da sowieso ein bisschen auch auf Rebellion getrimmt, weil mein Vater war, kann man so sagen, ein ziemlicher Tyrann zu Hause. Ja? Wenn der gesagt hat, so ist das, konnten 100 Leute sagen, nee, so ist das nicht, kann dir das beweisen, das war dann trotzdem so, Klappe zu, Affe tot. Ich habe halt gedacht, das war nicht gerecht, was sie gemacht hat. Sie hat mit mir nicht diskutiert, sie hat einfach über meinen Kopf hinweg entschieden. Und da habe ich natürlich gefragt, was war jetzt so schlimm daran? Und habe dann diese Partei nochmal angeschrieben und sagte, oh, hier, das ist passiert. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kam ich da rein bei so einem Treffen. Ja, dann kamen die alle an und sagten, boah, Mensch, guck mal an und unsere Partei wird hier diskriminiert. Das zeigt ja, wir haben gar keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Wenn du bestimmte Themen ansprichst, über die darf gar nicht geredet werden. Dann kannst du dir vorstellen, ich mit 13 und stand dann erstmal da und dachte mir, cool, die finden mich alle geil, super. Ne? Und ich habe das ja genau erlebt. Die haben ja recht, was die sagen. Ja? Mir wurde über den Mund gefahren, die haben mir gar nicht erklärt, warum. Und voll die Unterdrückung hier. Ne? Und das war für mich so der Einstiegspunkt. Und habe dann im Unterricht auch gerne weiter provoziert, um auch einfach der Lehrerin zu zeigen, so, ey, mich machst du nicht mundtot. Wenn mir das zu Hause schon passiert, hier passiert mir das nicht. Und das war dann der Punkt, dass ich natürlich auch dann sehr schnell, wo ich mit 13 gar nicht wusste, was ich da eigentlich erzähle, in eine bestimmte Ecke auch abgeschoben wurde. Und dann passierten Dinge, die mich dann auch persönlich verletzt haben. Ja, dass dann Mitschüler zu mir sagten, so, ey, komm, ne, meine Mutter sagt, ich darf mich nicht mehr mit dir treffen, weil die Parolen, die du erzählst, sie hat halt Angst, dass irgendwas da bei mir verfestigt wird oder bei mir hängen bleibt. Ich dachte mir nicht so, also wir kennen uns seit Jahren, wir sind seit Jahren befreundet, du warst bei mir zu Hause, ich bei dir, deine Mutter kennt mich, wo ist jetzt dein Problem? Ja, und das hat nicht dazu geführt, dass ich dann irgendwie angefangen hätte nachzudenken, okay, vielleicht machst du was falsch, sondern ich habe das getan, was Extremisten dann gerne tun, mit dem Finger auf andere zeigen und zu sagen, so, die Lehrer sind aber nicht alleine schuld, die sind Teil eines größeren Systems. Und dieses Systems verbietet, dass ich jetzt hier meine Meinung sagen darf und deswegen werde ich ausgegrenzt. Wie hättest du, Axel, früher auf Anastasia reagiert? Würdest du mich überhaupt als Jüdin erkennen? So, ja, ich laufe dir entgegen. Und logisch nicht, natürlich nicht. Du wärst der Mensch, aber wenn du dann erzählt hättest, ich bin Jüdin, das wäre für mich dann der Punkt gewesen, wo ich dich direkt in eine Schublade gepackt hätte und sagst, ja, die ist jetzt mein Feind, die hat dir nichts zu suchen. Ich hätte trotzdem freundlich zu dir sein können. Also ich hätte jetzt nicht vor dir ausgespuckt und gesagt, verschwinde hier. Ne, hätte du dann vielleicht ganz nett noch gesagt, oh ja, na, war ja nett, dich kennenzulernen, aber du weißt ja schon, wenn wir mal das Sagen haben, dann geht's ab nach Israel. Ne, da gehört ihr hin. Ja, das wäre für mich so
der Gedanke gewesen halt. Ne? Und hätte dann argumentiert, ich sag, guck mal, Israel selber, wollt ja auch einen Nationalstaat haben. Ich als Deutscher will das auch. Ist doch schön, wenn wir alle getrennt sind und nichts miteinander zu tun haben. Das wäre dann so meine Argumentationslinie gewesen dann. Ne? Hattest du damals ein Vorbild, dem du irgendwie nachgeeifert hast in deinem Tun? Also das große Vorbild war natürlich immer Hitler. Also Hitler war für uns der Weltenretter, der jetzt so negativ dargestellt wird, weil der so absolut recht hatte und alles richtig gemacht hat. Das war der kranke revisionistische Gedanke, den wir im Kopf hatten da. Ja, wir haben uns ja auch bewusst in diese Tradition gestellt, weil wir gesagt haben, wenn überall Nationalsozialismus herrschen würde, dann wäre die Welt aber ein besserer Ort. Man meint ja auch damit etwas Gutes zu erreichen. Dass das natürlich nichts Gutes ist, vollkommen klar. Jeder nüchtern denkt mir mal, ich weiß das. Aber in der Szene selber fokussiert man sich dann darauf und sagt, ja, wir wollen ja soziale Gerechtigkeit. Wir wollen ja, dass die vermeintliche Unterdrückung aufhört. Wir wollen ja die Lügen bekämpfen, die dafür sorgen, dass die Leute sich nicht so organisieren können, wie es eigentlich notwendig wäre, damit sie wieder Herr im eigenen Haus sind und ihr Leben gestalten können, dass es positiv ist. Das ist ja auch die Folge von Propaganda auch damals gewesen, dass dann plötzlich, das fällt uns Deutschen oft schwer, das so anzunehmen. Aber es hat ja der allergrößte Teil der Bevölkerung hat ja irgendwie dahinter gestanden, auch wenn das dann hinterher dann doch irgendwie keiner gewusst haben wollte. War dabei, keiner wusste es. Genau. Ich möchte dich aber jetzt mal fragen, weil ich mich schon viel mit auch gerade dem modernen jüdischen Leben heute hier in Deutschland beschäftigt habe, wie das bei dir aussieht. Was für Erfahrungen hast du selber vielleicht mit Antisemitismus sogar gemacht? Also ich habe das erstmal lernen müssen, wie der Antisemitismus in Deutschland überhaupt funktioniert. Weil ich aus Russland gekommen bin und meine Großeltern, meine Eltern weniger, aber meine Großeltern haben den offenen Antisemitismus sehr stark erlebt, wo das denen einfach, wo es im Pass stand, dass sie Juden sind, wo es dann auch am Arbeitsplatz einfach gesagt wurde, okay, hier hört deine Karriere auf und du kannst nicht weiter aufsteigen, weil du Jude bist. Und das wurde gar nicht so vertuscht oder so mal ganz leise irgendwo gesagt, sondern ganz offen. Und das war sozusagen die Normalität. Und das heißt, so die Wahrnehmung davon, was, welche andere Formen von Antisemitismus es so gibt, waren sehr, sehr verschoben. Und wenn du zum Beispiel meinen Großvater fragen würdest, dann würde er sagen, also Deutschland ist gar nicht so antisemitisch. Wenn du mich aber fragst, so jetzt nach all den Jahren, die ich hier lebe, dann denke ich, eigentlich schon, wenn wir dann genau hinhören, hören wir ja ganz viel also antisemitisches Rauschen, was mal richtig laut wird. Das bedeutet, dass zum Beispiel in der Klasse mal so ein antisemitischer Witz gemacht wurde, in dem über den Holocaust gesprochen wurde, als ob es nichts wäre. Und dann zum Beispiel gesagt, ja, mein Großvater war der Wächter im KZ. Ja, was er halt nicht war und was halt nicht wahr war. Und aber das ist sozusagen so, ist ja nichts. Wir machen einen Witz drüber. Und der ist auch im KZ gestorben. Der ist dann vom Turm gefallen, solche Geschichten. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gerade als in der Schule Holocaust, der Zweite Weltkrieg, Nazizeit dran war, gespürt, dass es einen authentischen, einen echten Umgang mit diesem Thema in der Klasse gab. Und ich wurde auch gar nicht als Betroffene, oder nicht nur ich, sondern auch andere, aber ich war die Einzige, die offen in der Klasse gesagt hat, dass ich eine Jüdin bin. Und ich wurde ja gar nicht irgendwie zur Seite genommen und gefragt, hey, ist es okay für dich, dass wir jetzt gerade so darüber sprechen? Ist es okay für dich, dass wir in ein KZ fahren? Und dann, als ich dann regelmäßig in Tränen ausgebrochen bin, weil ich mich bei den Filmen, die wir dabei geschaut haben, total wiedererkannt habe in der Opferrolle oder als, und dann musste ich immer drüber nachdenken, wäre ich jetzt einfach in einem anderen Jahrzehnt, das wäre ich auf dem Bild von einer Person, die ermordet ist, die vergewaltigt wird, die irgendwie also der schlimme Sachen angetan werden. Und es wird gar nicht irgendwie darauf eingegangen. Und das fand ich sehr, sehr schlimm. Ich finde, das ist auch etwas, was in unserem Schulsystem definitiv irgendwie anders angegangen werden muss, weil die Jugendlichen, genauso wie du damals, gar nicht abgeholt wurdest. Aber ich muss dazu sagen, wir haben sehr viel und auch mit sehr engagierten Lehrern über die Themen gesprochen. Und das war tatsächlich
bei uns dann auch zu viel irgendwann. Ja, wir haben dann in Deutsch das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Wir haben in Politik über Nationalsozialismus gesprochen, in Geschichte die Verbrechen durchgenommen. Es ist auch ein KZ-Insasse da gewesen, der einen Vortrag in der Schule gehalten war, der auch Leute wirklich auch emotional berührt hat, ja, die wirklich auch dann Tränen ausgebrochen sind. Aber habt ihr dann auch über Familiengeschichten der in der Klasse Anwesenden gesprochen? Da hatten wir keine jüdischen Mitschüler, das hatten wir nicht. Also und Deutsche? Deutsche? Das nicht, nee, das wurde nicht gemacht. Und das genau da meine ich. Aufgeweiht wurde, okay. Aber auch da muss man sagen, ist schwierig, da Leute zu bringen. Es muss ja jeder für sich selber entscheiden, stellt er sich jetzt seiner Familienvergangenheit, befasst er sich überhaupt damit? Da sind natürlich auch viele Jugendliche dabei, die auch den Bezug noch gar nicht haben und für die das erstmal dann auch so ein emotionaler Overload ist. Und da sind dann später Propagandisten wie ich einer war hingekommen und sagten, es müsste auch mal gut sein kommen und ständig jetzt hier anzuhören, wie schlecht und schlimm und alles. Und das ist eine menschliche Reaktion, dass man natürlich, wenn man auch mit Schuld konfrontiert wird, der eigenen Verwandtschaft, dass man sieht, okay, der liebe Opa, der ist nicht nur der, bei dem ich gerne auf dem Schoß gesessen habe, der mir gute Nachtgeschichten vorgelesen hat, sondern der war vielleicht jemand, der mit daran Anteil gehabt hat, dass Menschen gequält, gepeinigt, vergewaltigt, deportiert worden sind und ermordet worden sind. Ja, und das ist natürlich eine sehr diffizile Angelegenheit. Ich glaube, da kann man niemanden zu zwingen. Also aber ich finde das trotzdem, ich kann beide Positionen irgendwie total nachvollziehen, dass du sagst, ja, also bei uns wurde viel darüber geredet und irgendwann war es dann halt einfach zu viel und dann konnte man das Thema irgendwie nicht mehr hören und es ist gekippt und du sagst, ja, aber vielleicht hätte es noch irgendwie auf eine persönlichere Art konkreter sein müssen. Ich bin total gespannt auf die Meinung auch der Zuschauer, weil wir haben hier viele Menschen, die uns gerade zuhören und zuschauen. Wie ist das bei euch in der Schule gewesen oder wie ist es jetzt gerade? Wünscht ihr euch irgendwie mehr an der Stelle oder was soll sich vielleicht verändern, damit dieses Thema, was ja nach wie vor eine Riesenrelevanz hat, irgendwie besser behandelt wird. Für dich ist es dann durch die Schulzeit hinweg irgendwie so gewesen, dass du viele Sachen einfach toleriert hast und so auf dich genommen hast, weil du dachtest, ja, das gehört sich halt so. Ich kann dir selber sagen, ich weiß, dass du Jude ein gängiges Schimpfwort war, was ich in meiner Jugendzeit super, super viel gehört habe. Ja, glaube ich, dass es nicht verschwunden ist und es hat auch bei uns in der Klasse hat es wirklich lange gebraucht, bis das einfach, ja, bis das nicht mehr cool war, das zu sagen, weil es gab eine Zeit, da war das halt vor du Arschloch. So, da war das halt irgendwie gängig, irgendwie noch ein bisschen netter vielleicht, aber so wo ich gar kein Verständnis für habe, dass sich das so etablieren konnte, weil man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Mich würde interessieren, ab welchem Punkt ist es bei dir gekippt, dass du oder gab es einen Tag für dich, ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, okay, Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor ein Thema und ist auch verdammt gefährlich. Ja, also da sind wir mit einer jüdischen Gruppe nach Halle gefahren und wir dachten, wir fahren mal dahin mit einer Gruppe von 20 jungen Erwachsenen. Das war an Yom Kippur. Yom Kippur ist eins der höchsten Feiertage oder ist der höchste Feiertag im Judentum und dann boom. Mit boom meine ich auch tatsächlich so ein Geräusch, was wir gehört haben, was ich gehört habe. Und erstmal nicht zuordnen konnte, was ist das überhaupt. Dann habe ich Schreie gehört und es versucht jemand in die Synagoge einzubrechen oder die Tür einzuschießen. Und ein Rechtsextremer hat an dem Tag versucht, um 12 Uhr, Punkt 12 Uhr, in die jüdische Gemeinde in Halle einzubrechen und hat versucht, alle in der Gemeinde betenden Menschen, mich inklusive, zu töten. In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt. Halle am Mittag am Rande der Innenstadt. Auf offener Straße steigt ein Mann aus dem Auto und fängt an zu schießen. Der Tatort liegt in der Nähe eines jüdischen Friedhofs und einer Synagoge. Der Mann soll versucht haben, die Tür der Synagoge aufzuschießen und Sprengsätze abgelegt haben. Vor dem Friedhof erschießt er dann eine zufällig vorbeikommende Passantin und einen Mann an diesem Dönerladen. Ist er denn in die Synagoge reingekommen? Das konnte er zum Glück nicht. Und ich bin ich bin eine gläubige Person, ich bin aber auch eine rationale Person. Und in dem Moment dachte ich mir, also wirklich, das war eine göttliche Fügung, dass er nicht über die Mauer gesprungen ist, die jetzt auch nicht sehr hoch war, dass er hat auch sämtliche Molotow-Cocktails über die Mauer geworfen, die sind nicht explodiert. Also alles, worauf er gesetzt hat, ist schiefgelaufen. Aus seiner Frust hat er dann
andere Sachen getan. Und die dramatischsten waren, dass er mehrere Menschen körperlich verletzt hat durch seine Schüsse und zwei Menschen ermordet hat, die ihm auf der Straße begegnet sind. Und direkt vor der Synagoge hat er Jana umgebracht und dann später in einem Döner-Imbiss-Restaurant Kevin. Die eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun hatten? Nö, die eine war Passantin und Frau. Also mit der Sache nichts zu tun, aber mit seinen Ansichten. Und Kevin war bei den Türken essen. Das ist das, was man Leuten klar machen muss. Es gibt viele Deutsche, wenn man über Extremismus spricht, die sagen, ja, mich betrifft das ja nicht. Ne, weißt du, ich bin kein Jude, ich bin kein Migrant, ich bin keine Feministin. Lass sie doch machen. Und da hake ich immer ein und muss immer deutlich machen, jeder wird zwangsläufig zum Opfer von Extremismus, weil jeder Feindbild ist, der nicht eins zu eins das vertritt, was diese Leute an kranken Ideen in ihrem Kopf haben. Und da muss man gar nicht politisch für sein. Es reicht, wenn man in irgendeinem Laden, der als Feindladen, weil er einen Mensch mit Migrationshintergrund als Inhaber hat, essen geht oder da Essen bestellt, ja, oder eine Regenbogenfahne trägt, wo man sagt, so, hey, ich bin für LGBTQ-Rechte und so weiter und so fort. Und, ne, natürlich, das große Feindbild sind immer auch die alten Feindbilder, weil das ja auch historisch für solche Leute gut herleitbar ist. Hat ja immer Antisemitismus gegeben. Ja? Und da haben wir uns als Nazis auch drauf berufen und gesagt, oh, guck mal, schon Martin Luther hat ein Buch geschrieben von den Juden und ihren Lügen. Ja? Oder Henry Ford, ja, der war Amerikaner, der kannte sich da raus, der internationale Jude. Das haben wir natürlich immer dann als Beleg genommen dafür, dass Antisemitismus nicht die kranke Spinnerei ist, die wir im Kopf haben, sondern das hat ja alles Gründe. Das ist ja eine Parallelrealität, die man hat. Und das ist sehr schwer, solche Leute dann auch noch irgendwann zu erreichen, wenn die Radikalisierung so weit fortgeschritten ist, dass sie bereit sind, die Waffen in die Hand zu nehmen und wirklich Leben zu nehmen. Also es tut mir echt irrsinnig leid, dass hier das passiert ist. Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer, wo man sieht, wohin dieser Extremismus führt, diese Entmenschlichung und dieses krasse Feindbild, was gezeichnet wird. Was ging bei dir im Kopf vor, als du von diesem Anschlag gehört hast in Halle? Ich war betroffen. Also tatsächlich da auch ein bisschen aus egoistischen Gründen, sage ich mal, weil ich mir auch ausgemalt habe, ja, dass so jemand solche Gedanken hat, habe ich damals meine Verantwortung auch gehabt. Ja, ich habe antisemitische Hetzreden gehalten, ich habe Antisemitismus propagiert. Wir haben heute gesehen, was sich uns entgegenstellt. Der Klaus hat eben ganz richtig bemerkt, es ist das Teil des Problems, was wir heute thematisieren, die Überfremdung und die verblendeten Steigbügelhalter von kriminellen Ausländern, die sich heute entgegenstellen. Nicht aber Deutschland, nicht das deutsche Volk, wir sind das Volk. Mir war vollkommen bewusst, dass das natürlich auch bei Leuten auf fruchtbarem Boden gefallen ist, die nicht wie ich einfach verbale Totschläger waren, sondern die draußen dann auch hätten sagen können, oh, hier, da ist gerade ein Jude, der ist der Volksfeind, die sind schuld daran und die manipulieren und die betrügen und die ziehen Deutschland durch den Dreck und den klatsche ich jetzt mal ein. Wenn es nicht bei so einer Klatsche bleibt, sondern dann auch einen Schritt weiter geht, zu einer Auseinandersetzung kommt oder jemand einen absoluten geistigen Durchdreher kriegt und dann in eine Synagoge einsteigen will, egal, was da passiert, das wäre letztendlich schon auch das gewesen, was ihr vielleicht so als Ziel gehabt hättet. Also als Ziel wäre es nicht gewesen, jetzt Leuten zu sagen, ihr müsst jetzt all die Waffen nehmen und Synagogen stürmen. Aber das wäre eine Sache gewesen, die ich als Propagandavehikel wieder genutzt hätte, um die Opfer zu Tätern zu machen und zu sagen, ja, guck mal, dass der da einsteigt und dass der sich so radikalisiert hat, wer ist denn daran schuld? Nicht ich mit meinen Hetzreden, ne, sondern das sind doch die Juden selber schuld mit ihrer Manipulation, mit ihrer Unterdrückung, mit ihrer Zerstörung der Kultur und so weiter und so fort. Das wäre genauso wie beim Thema Holocaust so gewesen, dass da die Opfer zu Verantwortlichen gemacht worden wären, um dadurch dann eben wieder neuen Antisemitismus rauszukotzen. Wie hat sich das für dich in der Synagoge angefühlt, das Gefühl zu wissen, da draußen steht jemand mit Schusswaffen, mit Molotow-Cocktails, der euch, der dich umbringen möchte? Ich hatte keine Ahnung, was da draußen los ist. Ich hatte versucht, mir alle möglichen Konzepte vorzustellen, was es alles sein kann. Von, okay, das ist ein Streich, bis es ist irgendwie eine Straßenschießerei, die mich ja gar nicht betrifft und irgendwelchen Gruppierungen gehen sich gegenseitig an. Aber der Gedanke, dass es gegen dich geht, der kam erst sehr spät, oder wie? Ich habe alle möglichen
Geschichten überlegt, wie es nicht mit mir zu tun haben kann. Mhm. Wie das jetzt in Deutschland nicht allen Ernstes ein antisemitischer Terroranschlag ist. Ich bin mit der Polizei aufgewachsen. Das heißt, ich bin als Kind schon in die Gemeinde gegangen und die ersten Personen, die ich immer in der jüdischen Community begrüßt habe, war die Polizei. Das ist sozusagen etwas, was du als Jüdin, Jude in Deutschland und nicht nur in Deutschland verinnerlichst, dass du als Community definitiv nicht safe bist. Und dementsprechend war mein Vertrauen in daran, dass andere mich ja safe halten, sehr groß. Ich denke, in dem Moment ist es auch sehr, im Moment versuchst du zu überleben. Das heißt, es aktiviert sich sehr viel Adrenalin und du bist so, okay, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wir müssen uns irgendwie auch gegenseitig beruhigen. Okay, wir gehen alle nach oben, bringen uns in die Sicherheit. Es waren schon Leute, die irgendwie Lacken verbunden haben, falls wir irgendwie rausspringen müssen, dass wir uns nicht verletzen. Dann unten waren Menschen, die die Eingänge verbarrikadiert haben, weil die eine Tür war geschützt. Und das muss ich auch noch dazu sagen, dass wir von großen Vorteil hier auch sprechen müssen, dass wir dass in der Gemeinde von Halle eine eine Überwachungskamera installiert wurde vor Jahren. Mhm. Das bedeutet, wir waren drin und wir haben gesehen, was da draußen ist. Das heißt, wir haben, also ich nicht, aber 2, 3, 4 Menschen haben wirklich gesehen, wie der Attentäter Jana umgebracht hat. Und mein Mann, der hat, während wir oben in Sicherheit waren, hat er unten gemeinsam mit anderen Menschen die Eingänge verbarrikadiert, die einfach nur mit einem Fußtritt hätten geöffnet werden können. Und die haben dann Tische und Stühle davor irgendwie aufgestellt. Und während sie das gemacht haben, hatten sie das Zittern der Fenster gehört von den Schüssen, die der Attentäter abgegeben hat. Und in dem Moment haben sie auch erstmal gehandelt, um uns und sich in Sicherheit zu behalten. Und ich stand oben und mein Mann kam einfach nicht hoch in diese Sicherheit. Und erst später, wirklich Tage später, habe ich gedacht, habe ich das zugelassen, überhaupt irgendwas zu fühlen. Weil in dem Moment, wenn du anfängst zu fühlen, dann verlierst du deine Fassung. Erst später habe ich sozusagen meine Gefühle zugelassen und erstmal realisiert, was das bedeutet, kurz davor zu sein, erstmal dein Leben gegebenenfalls zu verlieren, weil ich wäre eine der Ersten, auf die er geschossen hätte, weil ich direkt an der Tür stand. Und dann habe ich auch gedacht, dass ich sehr kurz davor war, meinen Mann nie wiederzusehen, weil er dann wiederum der Erste wäre, hätte der Attentäter das später noch, wie ich schon sagte, vielleicht über die Mauer gesprungen und hätte dann einen anderen Weg in das Haus gefunden. Da hat es auch noch mal sehr lange gedauert und auch sehr viele, also ich war ein Jahr in Therapie danach, um heute so eigentlich funktionieren zu können. Wow, das ist echt krass. Und jetzt wird mir auch noch mal das Ausmaß bewusster, wie froh wir sein können, dass du heute hier so offen darüber redest, dass du selber als Mensch auch wieder so ins Leben zurückgefunden hast und diese Stärke wieder hast. Weil ich sag's dir, wie es ist, ich könnte es total verstehen, wenn du auch sagst, ich bin daran zerbrochen. Aber dass du jetzt sagst, jetzt erst recht, das finde ich wirklich cool, wirklich respektabel und ich glaube, da muss man auch den Hut ziehen vor allen anderen, die grundsätzlich mit dieser Grundgefahr, die vielleicht herrscht, trotzdem sagen, ich ziehe das weiter durch, ich engagiere mich, bin in so einer Gemeinde und wir halten da weiter zusammen. Du hast im Gefängnis gesessen. Ja, ich habe im Gefängnis gesessen, 2 Jahre meines Lebens. Warum? Weil ich mich als Neonazi natürlich immer wieder strafbar gemacht habe. Also ich bin damals jemand gewesen, der auch bewusst sich ja, wie ich schon erklärt, die Tradition der historischen Nazis gestellt hat. Und mein Credo war dann, ja, hier kommunistische Parteien gibt es, vor allem gibt es keine Nazi-Partei. Die NSDAP muss doch wieder zugelassen werden. Dann bin ich schon als 13-, 14-Jähriger im Zuge meiner Radikalisierung rumgelaufen und habe dann
Hakenkreuze verklebt und mich damit natürlich schon früh strafbar gemacht. Das führte dazu, dass ich irgendwann dann eine Jugendstrafe angesammelt hatte, schon von einem Jahr. Hab dann irgendwann auch mal gemerkt, so, ja, irgendwann wird's heikel und vielleicht musst du dann doch ein bisschen aufpassen, was du machst. Das habe ich dann. Aber als Extremist bewegt man sich ja immer auf einem sehr schmalen Grat zur Illegalität hin. Und so kam es dann, dass gerade bei diesem Thema dann auch, was ich dann in meiner Hetzrede behandelt habe, eben dann jüdische Menschen in Deutschland, Synagogen, wo ich ja schon gesagt habe, da wollte ich hetzen, da wollte ich Emotionen anstacheln, da wollte ich aufpeitschen, wollte Stimmung machen eben gegen Juden in Deutschland, hat ja dazu geführt, dass ich angeklagt wurde, wegen besonders öffentlichen Interesse dann auch direkt vom Landgericht. Und dort habe ich dann nochmal 2 Jahre obendrauf bekommen, so dass ich dann eine Gesamtstrafe hatte. Es konnte nicht zusammengezogen werden, also Jugendstrafen können nicht mit Erwachsenenstrafen zusammengezogen werden. Also ich habe dann hintereinander verbüßt und habe dann insgesamt 2 Jahre gesessen. Bin das letzte Jahr ist mir erlassen worden wegen guter Führung und habe aber 2 Jahre meines Lebens dann hinter schwedischen Gardinen gesessen. Wann kam die 180-Grad-Wende, dass du jetzt heute hier so sitzen kannst? Ja, wenn du 15 Jahre im Extremismus warst wie ich, dann sind das ganz kleine Nadelstiche, die dein Weltbild zerfleddern. Und das gestehst du dir auch erstmal nicht zu, weil schuld sind ja immer die anderen. Ja, nicht du, weil du würdest ja dein ganzes eigenes Selbstbild über Bord werfen. Ich habe ja davon gelebt, mir einzureden, ich, der Nazi, das ist der Mensch Axel. Ja, und der Mensch Axel ist der Nazi und wenn du kein Nazi mehr bist, was bist du dann? Ja, was bist du dann? Und dann bist du ja schwach und feige und hast aufgegeben. Und es kam letztlich irgendwann dazu, dass ich dieses hehre Ideal im Kopf und diese Vorstellung, die man hatte, immer mehr von der Lebensrealität entfernt hat. Dass man irgendwann sich dann so klammheimlich eingestehen musste, ja, was du da jetzt so forderst, ob das jetzt wirklich so toll ist. Und für mich war dann irgendwann der Punkt, wo ich schon in die Szene selber kommuniziert hat, hier, ich werde kürzer treten, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht was anderes mache, wo dann nochmal eine Verhaftung kam. Ich bin dann nochmal in U-Haft gekommen, bin angeklagt worden in einem Verfahren, dem ich der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung beschuldigt wurde. Und da war für mich der Punkt, wo ich dann einfach sagte, ich kann nicht mehr. Da war ich echt am Boden. Da war ich am Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann sagte, okay, das geht nicht mehr, das willst du nicht mehr. Und ich kooperiere jetzt mit den Behörden. Und das ist ähnlich wie bei der Mafia in der Nazi-Szene der totale Bruch. Ja, und gerade als jemand, der da vorne gestanden hat, der Reden gehalten hat, der Organisator war, der Führer war, ja, dann plötzlich mit dem Staat kooperiert, war mir klar, dass da alle Brücken abgebrochen worden sind. Wenn du jetzt da draußen jemanden ansprechen könntest, der selber diesen ersten Zweifel spürt und aber noch da drinnen hängt und eigentlich so weiß, er will raus, aber nicht so richtig den Ansatz findet, hast du einen Tipp für so jemanden? Sucht euch Hilfe. Achtet auch mal darauf, was ihr mit eurem Extremismus, ja, eurem Hass, eurer Gewalt auch euren Nächsten antut. Ja, auch eure Familie. Ne? Glaubt ihr, eure Mutter ist stolz auf euch, wenn ihr plötzlich da steht und meint, ihr müsst mit Gewalt und Hass und Terror etwas vermeintlich Besseres in die Welt hineintragen? Das kann nicht funktionieren, weder für euch noch für jemand anderen. Deswegen, es zeugt nicht von Schwäche, sondern nur von absoluter Stärke, da die Abkehr zu suchen und zu sagen, ey, das bin ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und das, was euch in diesen Szenen, egal ob links, rechts, religiös, an Freiheit vermeintlich verkauft wird, ist in Wahrheit totale Unfreiheit. Ja? Wenn ihr wirklich Freiheit wollt, müsst ihr diese Freiheit auch allen anderen zugestehen und könnt euch nicht über andere erheben. Das lehnt ihr für euch ja auch ab. Deswegen lasst den Scheiß einfach sein. Ich führe jetzt ein schönes Leben. Das hätte ich als Nazi nicht führen können. Und das alleine ist schon Beleg dafür, dass es gut war, da den Ausstieg zu suchen und zu vollenden. Wow. Ich möchte ganz gerne der Community da draußen mitgeben und ermutigen, nicht wegzuschauen, immer ein Auge aufzuhaben, auch ein Ohr offen zu haben für Menschen, die vielleicht irgendwie was auf der einen Seite vielleicht etwas gesagt haben, was nicht richtig ist und denen nicht den Mund zu verbieten und zu sagen, so gehört sich das nicht, Punkt, sondern immer Gespräche zu suchen, immer zu versuchen, andere zu verstehen und sie auch in ihren vielleicht auch sehr krassen Positionen bisschen abzuholen. Und solche großen Sachen werden vorgebeugt, wenn wir so bei kleinen Sachen anfangen. Es gibt nicht den Deutschen, den Juden, den Migranten, den Islamanhänger, den Christen. Wir sind alle Menschen und wir haben nicht nur alle eine Identität, sondern viele Identitäten, viele Seiten. Und klar können wir auch mal scheiße drauf sein, keiner ist perfekt. Das einzugestehen hilft aber auch, das bei anderen eingestehen zu können und nicht zu sagen, so, oh,
Wie der jetzt aber heute drauf war, dem würde ich jetzt aber gerne hier dafür eine. Da muss man sagen, ey, wie oft war ich denn so drauf? Und will ich, dass mir das passiert? Nein. Und dazu ist Begegnung der Schlüssel, den wir eben dann uns selber immer wieder in die Hand geben können. Ja, Amen. Freunde, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Danke, dass ihr euch auf diese Begegnung heute eingelassen habt. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde sagen, zur Verabschiedung dürfen wir noch mal winken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow, also wirklich, ihr habt ja hier mein Schlussplädoyer habe ich mir ersparen können.